Triumph für The Shape of Water, das Flüstern des Wassers bei der 90. Oscarverleihung in Hollywood. Das Fantasy-Märchen des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro gewinnt insgesamt 4 Oscars, darunter den Preis für die beste Regie und den Oscar als bester Film. Das Drama zeigt eine Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem Wassermann. Es ist eine Mischung aus tiefen, sentimentalen und existenziellen Gefühlen, die ich als Einwanderer hatte, als Person, die immer als anders angesehen wird. Andererseits hatte ich auch das Bedürfnis, ein Märchen zu erzählen, um diese Erfahrungen durch eine Fabel zu heilen, sich auf ganz einfache, natürliche und wunderbare Art zu verlieben, selbst wenn die Person, in die du dich verliebst, einer anderen Nationalität angehört, eine andere Religion oder Einstellung hat oder, wie hier, noch nicht einmal ein Mensch ist. Die 60-jährige Schauspielerin Frances McDormand kann sich für ihre Hauptrolle einer wütenden Mutter in dem Kleinstadtdrama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri über den Oscar als beste Hauptdarstellerin freuen. Gary Oldman gewinnt den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine authentische Darstellung des britischen Premierministers Winston Churchill im Historiendrama Die dunkelste Stunde.